Herzlich willkommen zum nächsten Video. Diesmal fahren wir durch eine herrliche Berglandschaft, also ein Traum für jeden Maler. Ja, zieht es euch rein, es sind wirklich ganz schöne Felsformationen, die jetzt dann vor uns liegen. Okay, dann lassen wir los. So, wir fahren wieder weiter. He? Ja, ehrlich gesagt, für das, was ich jetzt fahre, in Zukunft hier vermutlich im Land, brauche ich kein 4x4, da würde ein Heckantrieb reichen. Also für alle, die sich das überleben, die nicht so fest in den Sand gehen wie ich, denen reicht auch nur ein Heckantrieb. Da kommt man auch hier hoch. Das ging mit dem letzten auch wunderbar. Also überlegt euch das, ob ihr das wirklich braucht. Da oben ist ein Militärstützpunkt, Kaserne, da bin ich einfach mal hochgefahren vor 3 Jahren. Er hatte natürlich keine Freude an mir und hat mich wieder runtergeschickt. Also die Gegend ist einfach nur schön. Das lohnt sich echt mal hier durchzufahren. Hat etwas von Marokko, da gibt es auch solche Gebirgszüge, so Hügel. Da bin ich auch durchgefahren und da ist sogar noch viel größer in Marokko wie hier. Ja, das muss man sich einfach reinziehen. Eine wunderschöne Traumlandschaft. Ich denke, wenn es regnet, dann wird hier vermutlich alles ein bisschen grün. Ist ein bisschen wie Aladdin im Wunderland. Hä? In jedem kleinsten Tal haben sie so Terrassen gebaut, um das Wasser aufzufangen. Da oben eine schöne Felsformation. Ich glaube, das war mal ein Agadir vermutlich. Es ist ein bisschen zerfallen. So, ich habe jetzt einen Pass überfahren. Jetzt geht es auf der anderen Seite runter. Hier mal eine Region, wo sie ein bisschen Bäume gepflanzt haben. Ja, und der nächste Pass geht runter. Motorbremse, dritter Gang, tipptopp, das bremst gut ab. Und der nächste Pass hoch. Also der Gebirgszug, der ist echt länger, wie das ich gedacht habe. Eine hügelige Landschaft, die nicht mehr aufhört. Also wirklich sehr schön. Interessante Landschaft. Ja, da hat eine Kaffee aufgestellt. Mit diesem super Ausblick natürlich. So, ich fahre wieder am Pass runter. Ein Bergdorf. Vor 3 Jahren bin ich da auch schon durch. Jetzt mag ich mich erinnern. Ah, ist das schön. Schön, he? Altes einfach schön, he? So, jetzt habe ich eine Schnecke vor mir, aber egal. Ich genieße dafür den Ausblick. So, ich bin raus wieder aus dem Ort, der heißt Tujene, Tujene. Jetzt geht es wieder runter.
jetzt auf Nebenstraßen Richtung Tataouine, aber geht noch ein Weilchen. Damit ihr wisst, wo ich durchfahre. Einfach nur schön. Ja, und hier gibt es keine Brücken, das geht immer zum Flussbett runter, Flussüberquerung und dann geht es wieder hoch. Das da oben ist tatsächlich ein Felsen, Naturfelsen. Eine steile Passstraße. Und auf der anderen Seite ein Dorf. So, das ist mein Übernachtungsplatz mit einem wunderbaren Ausblick. Es ist gerade Abend, die Sonne geht unter und ja, jetzt schlafe ich hier oben wunderbar auf einem Pass. So, gerade unterhalb, da wo ich schlafe, ist eine Familie und die hat mich jetzt zum Essen eingeladen. Hallo. Hallo. Und der Tisch ist schon gedeckt. Da läuft noch altes Zeichentrickfilm von früher. Wie heißt der schon wieder? Ja, ihr wisst. Ja, wunderbar, hä? Taschin. So, neuer Morgen. Ich bin ein bisschen spazieren gegangen. Und meine zwei Wölfe, die sind schon darüber. Aber da will ich nicht hin. Aber die sollen ein bisschen austoben. Ja, hier unten im Tal sieht es etwa so aus. So, da oben steht mein Camper. Und da hinten eine dunkle Wolke. Das sieht ja hier vielversprechend aus, weil die brauchen dringend Regen. Dringend. Da unten ist gerade Mark. Das ist ja perfekt. Ich höre das Schreien. Da ist der Markt, ja. So, es geht weiter. Jetzt fahren wir diese herrliche Passstraße runter, die sie da in den Felsen gehauen haben. Ja, ich habe noch überlegt, ob ich da die Drohne, das hätte ein super Drohnenvideo gegeben. Aber ist zu heikel. Ich weiß nicht, da ist Militär und so, sonst ist die Drohne weg. So, da oben stand ich ja vorher beim Gebäude und jetzt hier ist der Gemüsemarkt. Bin gerade am Datteln am probieren, zum in die Schweiz mitnehmen. Noch schwarze Pfeffer gekauft. Wie im Altertum. So, jetzt suche ich noch eine Taschin für meine Tochter. Oh. Ja, da ist richtig was los. Das Schöne hier ist, sind alles Kleinhändler. Hier ist die Werkstatt. Schlosserei. Hier Traktorenservice.
So, das war Beni Kadache, die Stadt, wo der Markt war. Ich habe mich jetzt da durchs Getümmel herausgearbeitet mit meinem Vario. Und dann ist mir noch etwas Lustiges passiert. Ich wollte eigentlich Dattel kaufen und kam mit dem Preis nicht ganz klar. Da stand 15. Dann dachte ich, ja, kauf Schein für 60 Dinar. Und das gab eine ganze Bananenschachtel voll. Das Kilo kostet 1,50 statt 15. Und so habe ich jetzt genügend Datteln mit dabei, um die überall zu verschenken. Oh, dort oben ist ein Saurier auf dem Berg. So, wir machen eine Pause. Da fahre ich einfach ein paar Meter die Piste hoch, aber nicht viel. Und hier ist ein perfekter Platz. So, ich habe ein bisschen das Wohnmobil geputzt und die zwei, die sind ganz da hinten am Spazieren. Ja, herrlich hier. So, da hinten habe ich ja Pause gemacht. Ich bin jetzt länger hier geblieben und zwei Höhlen entdeckt oder eine. Und da gehen wir jetzt mal rein. Die kommen sicher auch mit. Ja, interessant. Hä? Wie alt sind die? Ja, da sind schon Steile runtergefallen. Nicht ganz ungefährlich hier drin. Wie alt sind die? Da war mal ein Verputz dran. Ein Eisennagel. Interessant. So, jetzt die zweite, die ist ein bisschen enger. Ja, ich weiß nicht, haben die hier gelebt? Schnur eingelassen. Sieht fast so aus. Das ist ein kleiner Raum, die Höhlen sind nicht miteinander verbunden. Und ja, interessant. Da wieder ein Stück Holz. Ja, in die Jägerlüge. So, wir gehen wieder raus. Da ist ein bisschen enger. Aber die ist wenigstens nicht einsturzgefährdet wie die letzte. So. Ach, die zwei gehen wieder spazieren. Im Flussbett. So, ich bin jetzt kurz vor Tatawin. Ich bin noch weitergefahren. Jetzt suche ich mir irgendwo hier hinten einen Schlafplatz. Mit dieser schönen Kulisse. Und zwar hier hinten. Muss ich das Flussbett überqueren. Auf die andere Seite rüber. Da wieder hoch. Da nach hinten, wenn ich Platz habe. So, ich gehe zu Fuß einen Platz suchen, weil es gibt da eine Verzweigung und da oben
seht ihr es vielleicht, Hunde haben uns entdeckt, da oben am Hang, unterhalb dieses Huts. Ja, da hinten sieht es doch gut aus. Abendrot. Und jetzt, da unten ist übrigens Tatawin. Jetzt fahre ich da nach hinten. So, das ist mein Schlafplatz. Hier oben könnte man zwar auch stehen, komme ich auch rauf. Besser Ausblick, aber dann sieht mich jeder. Und das muss nicht sein. So, da ist meine Position. Und jetzt schauen wir mal diese Hütten an da. Oh, ein Hund. Das sind, glaube ich, Ställe. Ja. Das waren, glaube ich, Tierställe. Der nächste. Tja. Speziell. Engine-Position. Tja, da hat einer eins revidiert, renoviert. Ist vermutlich jetzt ein Ferienhaus oder so. Wobei, ich weiß nicht, ob die Ferienhäuser haben. So, ich bin jetzt in Tatawin und werde jetzt meine zwei vorderen Reifen wechseln, weil einer hat einen Riss. Sieht da modern ausgerüstet. So, ihr seht, er hat da einen Riss gekriegt. So, voll ausgerüstet. LKW, Montiermaschine, bin ich im richtigen Ort gelandet. Ich bin in der Medina gelandet. Das ist der Markt. So, ich fahre wieder aus der Stadt. Gute angekommen. So, jetzt die Stadt zieht sich ziemlich in die Länge und es gibt einen Neustadtteil da, den ich jetzt gerade durchgefahren habe. Und hier wird eine neue Straße gebaut, offenbar. Wir sind nicht viel weiter wie Tatawin gefahren, Pause gemacht und einem Flussbett laufen wir jetzt entlang. Und einer der seltenen Momente, nämlich Wasser. Die einzige Wasserlache ist hier. Die Hunde haben es getrunken. Keine Ahnung, woher das kommt. Okay, ich habe es gefunden von hier oben. Da blubbert es, aber das ist Wasser von den Häusern, Abwasser. Das ist nicht so gut. Scheiße, jetzt ist jetzt hier reingehüpft. Oh, die wird jetzt stinken. Das läuft da entlang, irgendwo kommt es raus. Das sollte wohl eine Flusseinleitung sein, aber der Fluss fließt hier schon lange nicht mehr. So, da kommt's her. Das ist die Kanalisation.
eingeführt und dann läuft das einfach. Weiß nicht wie weit, bis es irgendwann versickert. Aber den ganzen Weg haben sie da einen Kanal gemacht. So, ich bin jetzt einen Kilometer diesem Rinnsal entlang gefahren. Da gibt es eine Piste, Baustellenpiste. Und jetzt fahre ich da aber wieder zur Hauptstraße. Jetzt muss ich das Ding hier. Ihr seht sie, wir fahren. Oje, stinkt. So, von einer Piste zur Hauptpiste, zur Straße wieder, die nicht fertig ist. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal Piste fahre. Und jetzt fahre ich wieder Piste tatsächlich. Was machen Sie da? Ein riesen Parkplatz oder Wohnsiedlung? Keine Ahnung. Nein, ich glaube, die bauen ein Gefängnis. Weil da ist nämlich eins. Oder auch nicht. So, ich habe meinen Schlafplatz gefunden. Ein bisschen abseits von der Straße. Neben einem Gebäude. Das ist interessant. Das sind, glaube ich, keine Wohnungen. Aber es ist offen. Nicht mehr bewohnt. Und da geht's in den Berg rein. Wieder einmal mit. Hoppla. Ja, ich weiß auch nicht, was die das machen. Eigentlich schön verputzt. Gehen wir ins nächste rein. Das ist noch ursprünglich. Da drin ist schon lange keine mehr gewesen. Sehe ich, weil es keine Fußabdrücke hat. Oh, ja, jetzt. Ja, das ist alles. Vermutlich ist das ein Kühlraum. Weiß es nicht. Ja, also das ist sicher mal ein Toilettenraum. Ja. Aber ich glaube, die steht nur provisorisch da. Hat einer mal angefangen, nicht fertig gemacht. Ja. So, das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Wie immer, Daumen hoch. Tschüss.